Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Heute möchte ich wieder was mit meinem Serrano-Schinken machen, denn der schmeckt uns wirklich so gut, dass du da jeden Tag was davon essen kannst. Heute mache ich also wieder was aus der echten italienischen Küche. Passt ja wunderbar, der spanische Schinken in die italienische Küche. Und zwar eine Nudelnase mit scharfer Specksoße. Diese Nudeln heißen Bucatini und die sind wie Spaghetti mit einem Loch drin. Also quasi ein bisschen dicker. Ich habe die noch nie gehabt. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Natürlich kann man auch andere Nudeln zu dieser Soße hernehmen. Aber ich nehme es halt, wie es im Originalrezept steht. Und so mache ich das jetzt auch. Viel Spaß beim Zuschauen. Für die Nudeln mit scharfer Specksoße brauche ich folgende Zutaten. 150 Gramm Speck schneide ich wieder von meinem Serrano-Schinken runter, zeige euch dann, der ist jetzt da hier hinten noch eingepackt. Dann 250 Gramm Tomaten, 50 Gramm geriebenen Parmesan, 400 Gramm Bucatini, das sind eben diese kleinen dicken Spaghetti, habe ich ja gerade erzählt, eine Zwiebel, 2 Esslöffel Öl, eine Chilischote, Salz und Pfeffer. Das Wichtigste natürlich ist hier, das seht ihr fast nicht, die Chilischote. Also, jetzt zeige ich es euch noch nach. Da habe ich jetzt eine schöne Seite, aus der kann ich ein Stickerl auszuschneiden, dass ich den Speck habe. Das ist jetzt wurscht, wenn das auch nicht so dünn ist, weil der wird sowieso angebraten, der wird sowieso zart. Und daraus schneide ich jetzt kleine Würfel. Als nächstes kümmere ich mich um meine Tomaten. Die schneide ich jetzt kreuzweise da ein und dann überbrühe ich sie mit kochendem Wasser. Und es ist wichtig, dass das Wasser wirklich kochend ist, sonst geht die Haut nämlich nicht runter. Die lasse ich jetzt ganz kurz da drinnen und dann kann ich es ja schon häuten. Beim Häuten ziehe ich die feine Haut runter. Wenn sie jetzt zu lange drin sind, dann kann es natürlich passieren, dass auch ein bisschen vom Fleisch mit runter geht, vom Tomatenfleisch. Aber mei, das hilft da nicht, mit dem muss man leben. Dann wird die Tomate entkernt. Und in Würfel geschnitten. Die Zwiebel schneide ich jetzt in sehr feine Würfel. Dazu habe ich es natürlich geschält. Dann wird von vorne, also da hinten ist die Wurzel, und von vorne schneidet man die so ein, dass sie hinten noch zusammenbleiben. Und jetzt hier der Längsnach nochmal. Hinten sollen sie immer zusammenbleiben. Und nun kann man da ganz feine Würfelchen draus machen. Ich reibe noch den Parmesan. Und habt's gut aufpasst. Was fehlt noch? Die Chilischote. Das ist ja eine Piri-Piri. Die ist schon extrem scharf. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt zwei rein tun sollte. Ihr könnt auch eine frische Chilischote hernehmen. Da müsst ihr ein bisschen schauen, dass sie auch schon scharf ist. Manche sind nämlich gar nicht scharf. Ein bisschen scharf schaut nicht, wenn es eine scharfe Specksoße werden sollte. Da tue ich jetzt die Kerne aus und schneide die ganz klein. Alles ist jetzt vorbereitet und genau so nach der Reihe kommt es jetzt in meine Pfanne rein. Los lege ich damit, dass ich die Nudeln koche. Diese Bucatini haben da in der Mitte ein kleines Loch. Und deswegen brauchen die auch nur 10 Minuten. Und die Zeit, die brauche ich jetzt für meine Sauce. Das Öl habe ich schon in die Pfanne gegeben
und ein bisschen heiß werden lassen. Und da kommt jetzt mein Speck hinein. Und der wird jetzt rundum ein bisschen angebraten. Der schaut jetzt schon ganz gut aus. Dann kann ich meine Zwiebeln dazu geben. Die werden jetzt glasig dazu angedünstet. Ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu braun werden. Und schon kann ich die Tomaten dazu geben. Und natürlich unsere Chili. Da ist jetzt gar nicht mehr viel drin, weil ich habe ja da die Kerne raus da und das klein geschnitten. Aber trotzdem haben die eine gewisse Schärfe. Diese Soße ist ja eigentlich keine richtige Soße. Es ist ja da nicht besonders viel Flüssigkeit drin. Ich habe es jetzt gerade probiert. Es ist schon ganz schön scharf. Ein bisschen Salz vielleicht, aber da müsst ihr selber probieren. Je nachdem, wie salzig dieser Speck ist, braucht es vielleicht auch gar kein Salz. Also ich gebe jetzt ein bisschen was drüber. Und mein Geheimtipp ist ja immer wieder, wenn eine Tomate im Spiel ist und eine Säure, dann gebe ich einen Hauch von Zucker drüber. Das macht es noch ein bisschen pikanter. Man könnte es ja jetzt nur pfeffern, steht ja auf dem Ding rum, gebe ja ein wenig was drauf, aber eigentlich ist es eh schon ganz schön scharf. Die Uhr hat geklingelt und jetzt schauen wir mal, ob denn 10 Minuten für diese Nudeln gereicht haben. Weich sind sie von außen schon. Ein bisschen einen Biss haben sie noch, aber sehr gut. Ist natürlich anders zum Essen wie jetzt Spaghetti. Aber man kann schon rausnehmen. Und die Nudeln kommen jetzt da rein. Für einen Nudelkocher ist diese Nudelart jetzt nicht besonders gut, denn da bleibt ja ganz schön was in die Löcher drin hängen. Und da das so heiß ist, ist das auch schwierig zum Rauskriegen. Dann gebe ich jetzt ungefähr die Hälfte vom Parmesan drüber und vermische das alles mit unserer Specksoße. Am Schluss noch ein bisschen Parmesan drüber und ein Blättchen und schon sind's fertig. Unsere Bucatini mit scharfer Specksoße. Fertig! Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachkochen.